Die Rettungskräfte geben nicht auf und durchsuchen immer weiter die Trümmer des teilweise eingestürzten mehrstöckigen Wohnhauses in Miami. Aber die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, schwindet von Stunde zu Stunde. Mehr als 35 Personen konnten bislang befreit werden. Die offizielle Zahl der Toten ist auf 5 gestiegen. Doch über 150 Menschen gelten nach Angaben der Behörden weiterhin als vermisst. Das Gebäude mit 130 Wohneinheiten war in der Nacht zu Donnerstag teilweise in sich zusammengefallen. An einer behelfsmäßigen Gedenkstätte in Miami im US-Bundesstaat Florida legen die Menschen Blumen nieder und es werden Fotos der Vermissten sowie Botschaften auf Zetteln von Trauernden und Angehörigen an einen Zaun geheftet. Medienberichten zufolge sei das Gebäude vor 3 Jahren inspiziert worden. In einem Gutachten sei von mehreren Mängeln die Rede gewesen, unter anderem auch in der Struktur des Betons. Doch warum genau das Hochhaus teilweise eingestürzt ist, bleibt weiterhin unklar.